Diese Woche in Der Aktionär. Historische Kaufchance. Diese Tech-Werte gehören jetzt in Ihr Depot. Außerdem, neue Zeit bricht an. Vorstandswechsel bei Volkswagen. Der Aktionär. Ab sofort als E-Paper erhältlich. Meidons Meinung, ganz herzlich willkommen dazu. Der Verzinsentscheid, diverse Technologiebilanzen und die Solarbranche. Das sind die Themen der heutigen Sendung und natürlich mein Gast Alfred Meidon. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich, wie immer. Die FED werden wir wahrscheinlich nur so nebenbei tangieren, weil wir wollen uns hauptsächlich auf die Bilanzsaison konzentrieren, aber vieles wirkt da natürlich mit drauf. Das ist natürlich schon wichtig, was da gestern passiert ist. Vielleicht ganz kurz. Die Notenbank hat die Zinsen erhöht um 0,75 Prozentpunkte oder 75 Basispunkte, wie angenommen. Aber das Entscheidende war eigentlich die Aussage, dass man jetzt vielleicht doch nicht so schnell und so stark die Zinsen erhöhen wird, dass man da so ein bisschen restriktiver vorgehen will. Und man will jetzt von Fall zu Fall entscheiden. Und das kam natürlich sehr gut an der Börse, denn die Sorge war ja, dass die Zinsen zu stark steigen und deswegen Rezessionsängste aufkamen. Und die sind jetzt ein bisschen erstmal an den Rand geschoben worden. Dann haben wir auch gleich eine Erleichterungsrallye gesehen, auch vor allem in der Tech-Branche. Deutliche Zugewinne beim NASDAQ 100 beispielsweise. Wir starten mal mit Microsoft. Da haben wir am Dienstag schon vor den Zahlen drüber gesprochen. Dann, jetzt mittlerweile liegen sie vor. Man lag eigentlich unter den Erwartungen, was das vergangene Quartal angeht. Aber wie so oft, die Zukunft wird gespielt und die Prognosen haben überzeugt. Ja, wobei eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt. Also tatsächlich waren die Zahlen schlechter als erwartet, Umsatz schlechter als erwartet, Gewinn schlechter als erwartet. Und der Ausblick war auch schlechter als erwartet, zumindest was den Umsatz angeht. Ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben, tatsächlich 49,25 bis 50,25 Milliarden Dollar erwartet Microsoft. Und die Analysten hatten vorher mit 51,5 gerechnet, also gut eine Milliarde mehr. Ist jetzt kein Beinbruch, aber umso erstaunlicher, dass trotzdem die Aktie, sie ist erst gefallen und dann aber doch um 5% gestiegen. Und das, obwohl tatsächlich auch der Ausblick nicht so gut war. Klar, man kann jetzt sagen, das war so ein bisschen der Lichtblick. Das Cloud-Geschäft ist sehr solide, aber auch das lag leicht unter den Erwartungen. Aber das zeigt, dass der Markt doch mit weitaus Schlimmerem gerechnet hat und dass selbst etwas schlechtere Zahlen jetzt auf einmal gefeiert werden. Also wären diese Zahlen vor 3 Monaten rausgekommen, wäre die Aktie wahrscheinlich 5% gefallen. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Signal. Ähnlich übrigens auch bei Alphabet. Auch Alphabet hat die Erwartungen verfehlt und auch die Aktie ist gestiegen. Also es reicht schon so ein bisschen nach vorne raus, das ist ja immer wichtiger, den Ausblick halbwegs zu halten, damit eine positive Tendenz erkennbar ist. Wir schauen mal auf das Thema Cloud-Geschäft bei Microsoft, bevor wir vielleicht nur auf die Aktie eingehen, denn da hast du uns eine Grafik mitgebracht, das ist natürlich eines der wichtigsten. Genau, das ist ja für einige Firmen, man sieht hier auch, also es ist für Amazon, Microsoft und Google ein sehr, sehr wichtiger Bereich, wobei Amazon immer noch der Platzhirsch ist mit einem Drittel Marktanteil. Aber Microsoft hat ordentlich aufgeholt, man kommt jetzt schon auf 22% Marktanteil und man wächst hier immer noch mit 40% und das ist wirklich schon sehr erstaunlich. Und ja, das war nicht unbedingt zu erwarten, dass das Cloud-Geschäft weiterhin so gut läuft, denn wir hatten ja enorme Zuwächse im Vorjahr und im Vergleich zum sehr guten Vorjahr ist es natürlich schwer, noch mal eins draufzusetzen. Das ist Microsoft gelungen, Google ist dann mit 10% auch stark am Wachsen und man sieht, dass die anderen nächsten 10 kommen gerade mal auf 21%. Also diese drei dominieren den Markt und werden wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren dominieren und für Microsoft ein ganz wichtiger Teil und auch der am schnellsten wachsende, schnellst wachsendste Unternehmenssegment von Microsoft. Dann gucken wir jetzt nochmal zurück auf die Aktie, die hat sich natürlich, du hast ja gesagt, dann entsprechend positiv gezeigt. Ja, aber es ist immer noch nicht viel passiert. Es sind hier einige Technologiewerte aus dieser Bodenbildungsphase, Seitwärtsbewegung nach oben raus. Microsoft hat es noch nicht ganz geschafft, aber ich bin da auch guter Dinge, dass das noch gelingt. Es gab so ein paar schrumpfende Bereiche, wie zum Beispiel die Xbox. Also da ist man nicht vorangekommen. Also nicht alles hat geglänzt, aber ich glaube, auch wenn sich das Umfeld weiter verbessert, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe, dann werden wir auch bei Microsoft wieder höhere Kurse sehen. Es war natürlich gestern auch ein positives Marktumfeld eben. Wir haben es ja mit der FED-Geschichte angesprochen, Technologiewerte, die sich erholt haben. Ja. Das hat natürlich bestimmt auch Microsoft mit unterstützt. Bei Meta, die auch Zahlen vorgelegt haben, hat es jetzt nicht wirklich geholfen, weil die Zahlen... Doch. 6% ist die Aktie gestern gestiegen, vor den Zahlen. Ja, vor den Zahlen. Dann kamen die Zahlen und die haben dann enttäuscht, weil zum ersten Mal keine Umsatzwachstum. Doch, Umsätze natürlich, aber kein Wachstum. Ja, Umsatz war schon noch da. Es waren sogar 28,8 Milliarden. Aber die Umsätze sind wirklich geschrumpft im Vergleich zum Vorjahr, zwar nur um 1%, lagen damit aber auch unter den Analystenprognosen. Auch der Gewinn war schlechter als erwartet. Hier ist der
Gewinn sogar noch stärker zurückgegangen. Also das war nichts. Man hatte ja nichts Gutes erwartet von Meta, weil man natürlich diverse Probleme hat, vor allen Dingen mit seinem Kerngeschäft und vor allen Dingen auch mit der zunehmenden Konkurrenz. Vor allen Dingen TikTok ist wirklich ein Moloch und alle anderen stellen jetzt auch um auf diese kurzen, schnellen Videos. Meta macht das auch. Nur das Problem ist, dass dieser Bereich nicht so gut monetarisierbar ist. Das hat auch Zuckerberg gesagt. Wir sind gut dabei, das auch umzustellen, aber wir verdienen eben weniger. Und deswegen werden die Zahlen im nächsten Quartal auch nicht gut werden. Auch hier hat man eine Prognose gegeben, die unter den Erwartungen der Analysten lag, nämlich sogar deutlich drunter. Nur maximal 28,5 Milliarden statt 30,7 erwartet von den Analysten. Und ja, wie immer, der Ausblick zählt. Die Aktie hat nachbörslich dann fast oder ungefähr den Gewinn wieder abgegeben. Und ich befürchte mal, dass das vielleicht sogar nicht ausreicht. Und auch hier, wenn das Marktumfeld schlechter gewesen wäre, dann wäre die Aktie wahrscheinlich sogar nach unten komplett durchgesackt. Also nach wie vor keine Aktie, die ich auf meiner Kaufliste habe und haben werde und haben will. Glaubst du also nicht, der Wachstumspfad kommt bald wieder zurück? Oder man kommt es ist schwierig, extrem schwierig. Man hat ja erst Facebook gehabt, das nicht mehr wächst. Dann ist Instagram, hat das ein bisschen abgefangen. Jetzt ist Instagram auch so ein bisschen in der Wachstumspause. Und jetzt haben wir eben noch TikTok als Wettbewerber. Und das ist unheimlich schwierig. Dann die Problematik mit den persönlichen Daten, die auch nicht besser wird. Und ob jetzt Meta die große Zukunft wird, VR-Brille, Schnickschnack. Also ich sehe es als Schnickschnack, das sieht Herr Zuckerberg ganz anders. Ob das die Firma rettet, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Na, dann schauen wir auf Apple. Die werden erst Zahlen vorlegen, heute nachbörslich. Mhm. Gestern war der erfolgreichste Tag seit November 2020 für den Nasdaq 100. Glaubst du, die Bilanz heute kann dann auch noch weiter befeuern, den Nasdaq und Co.? Glaube ich schon. Also klar, Apple ist natürlich jetzt schon recht ordentlich vom Tief gestiegen. Apple hat es übrigens geschafft. Man ist schon aus dem, hat die Bodenbildung schon abgeschlossen. Apple ist ja auch vorher nicht so stark, längst nicht so stark gefallen. Das ist wirklich der Fels in der Technologiebrandung. Aber ich bin auch hier guter Dinge, dass auch bei Apple die Zahlen gut werden. Denn Apple hat ja zusammen mit den letzten Quartalszahlen gesagt, dass dieses Quartal mit 4 bis 8 Milliarden $ belastet wird durch die Lieferkettenprobleme, durch die Chipknappheit. Und ich glaube, das wird eher an die 4 Milliarden kommen, vielleicht sogar drunter liegen. Und das würde natürlich schon die Prognosen übertreffen lassen, die ohnehin sehr gedämpft sind. Also der Umsatz soll nur um 2% wachsen und der Gewinn soll um 10% zurückgehen. Also die Messlatte liegt jetzt nicht sonderlich hoch. Und man hat ja gesehen, selbst wenn die Zahlen nur in etwa die Erwartung treffen, dann reicht das schon für steigende Kurse. Soweit glaube ich, dass hier eine ganz gute Chance besteht, dass die Zahlen gut werden. Wie immer wird viel von den, da haben wir die richtige Grafik, von den iPhone-Verkäufen abhängen und auch gerade von den iPhone-Verkäufen in China. Und das ist ganz interessant, das ist recht aktuell, das ist der Marktanteil im zweiten Quartal in China. Der Smartphone-Markt schrumpft dort schon seit einigen Quartalen insgesamt. Und die Marktanteile verschieben sich extrem. Also man sieht, das linke ist immer der Balken des Vorjahres und das rechte der des laufenden Jahres. Und Marktführer ist jetzt ganz knapp Vivo vor Honor und Oppo. Also drei Chinesen sind vorne und dann kommt schon Apple. Und man sieht, Apple hat sogar den Marktanteil im zweiten Quartal dieses Jahr gesteigert. Man hat unterm Strich weniger iPhones verkauft, weil der Markt geschrumpft ist. Aber es gibt doch einige Firmen, die ordentliche Einbrüche hatten. Größter Gewinner war übrigens Honor, in diesem Quartal eine recht neue Marke. Ja, also das sieht schon mal ganz gut aus. Die iPhone-Verkäufe in China scheinen gepasst zu haben. Und da darf man gespannt sein, wie sich die iPhone-Verkäufe insgesamt entwickelt haben. Natürlich ist es immer ein schwieriges Quartal, weil ja im nächsten Quartal dann das neue iPhone kommt. Und darum wird auch ganz wichtig sein, wie der Ausblick auf das kommende September-Quartal sein wird. Also da werden wir dann auch ganz genau hinschauen, beim nächsten Mal drüber sprechen. Jetzt sprechen wir über die Solarbranche, denn auch da gab es zum Teil Zahlen von Enphase Energy. Und da hat man auch extrem positiv mit überzeugen können. Da reicht ein Blick auf den Chart, um zu sehen, die müssen ganz gut gewesen sein. Waren sie auch extrem gut, muss man sagen. Also Umsatzwachstum von 63% zum Vorjahr. Und die erstaunlichste Zahl war eigentlich die, dass Enphase von Quartal zu Quartal, also vom ersten aufs zweite Quartal in Europa, um fast 70% gewachsen ist. Weil gerade in Deutschland auch ein echter Solarboom ausgebrochen ist. Und Enphase ist ja neben SolarEdge und SMA einer der großen Wechselrichterhersteller. Und ja, das Geschäft boomt. Man hat auch gleichzeitig noch den Ausblick extrem angehoben.
Und ja, ob dieser Anstieg jetzt das Ende war, glaube ich eher nicht. Wir sind jetzt fast schon wieder am Rekordhoch dran. Enphase war ja vor einigen Jahren mal weit unter einen Dollar gerutscht, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wirklich unter eins. Jetzt sind wir bei 250. Also eine tolle Comeback-Story, mittlerweile ein echter Solar-Gigant. Und ich würde jetzt vielleicht gerade nicht jetzt draufspringen, nach einem Tag fast 20% gemacht, die Aktie gestern. Wir sehen, es gibt auch noch andere nette Solarwerte. Die wurden natürlich auch mitbeflügelt von den guten Zahlen. Und es gab auch vom Klimapaket Positives. Genau, es gab tatsächlich, also als ob das nicht schon genug war, SolarEdge ist als Wettbewerber auch gestern knapp 10% gestiegen. Hier ist das Allzeithoch noch ein bisschen weiter weg. Hier gibt es noch hier eine kleine Hürde und dann erst das Allzeithoch. Aber SolarEdge bringt ja dann am kommenden Dienstag, am 2. August, seine Zahlen. Aber das, wie du sagst, das Klimapaket ist auch ein großes Thema. Denn nachbörslich, nachdem dieser Kursgewinn da war, sind alle Aktien noch mal 3, 4, 5% gestiegen. Weil die Amerikaner, da gab es ja immer einen Senator, den Herrn Manchin, der das Klimapaket blockiert hat, über Monate hinweg, ein Maserati-Fahrer von der Kohleindustrie gesponsert. Der hat jetzt aber eingelenkt, hat gesagt, okay, mache ich mit. Und dieses Klimapaket umfasst 370 Milliarden Dollar, also eine extrem hohe Summe. Und davon fließt ein großer Teil auch in die Solarbranche. Und deswegen auch diese extremen Kurszuwächse. Und das wird, glaube ich, ganz schön nachwirken. Und SolarEdge und Enphase sind ja beide sehr stark in den USA. Ich glaube, da ist noch einiges zu erwarten. Aber ich würde dann eher die SolarEdge nehmen, weil nicht nur, weil mehr Luft nach oben ist. Ich glaube, diese Höchststände werden wir auch bei allen Solaraktien rausnehmen. Aber ich denke, das ist, sehe ich zumindest als aussichtsreicher und finde ich auch ein bisschen günstiger bewertet im Vergleich. Wir hätten aber noch mehr Optionen mit dabei, natürlich, die man auch setzen kann. Jinko, es gab ja auch von Sunnova Energy auch noch gute Zahlen. Die kamen ja natürlich auch in dieses Gesamtgefüge, genau, wahrscheinlich noch mit rein. Die kam auch noch dazu, dass Sunnova ist ein Solarinstallateur, der hat die Umsatzprognosen geradezu pulverisiert im zweiten Quartal. Die Aktie ist nachbörslich auch 12% gestiegen. Das alles ist eine Gemengelage, die ja fast schon zu steigenden Kursen führen muss. Auch Jinko Solar hat gestern dann schon profitiert. Man sieht es aber eigentlich kaum. Man hat hier doch einen recht großen Rücksetzer gehabt nach dem steilen Anstieg. Aber jetzt kann die Aktie auch wieder Fahrt nach oben aufnehmen. Zahlen, es gibt noch keinen festen Termin, wann die Quartalszahlen kommen. Ich denke mal so in 2 bis 3 Wochen. Aber wenn alle Solarhersteller von einer extremen Nachfrage sprechen, dann dürfte die auch den größten Modulhersteller der Welt durchaus treffen, diese hohe Nachfrage. Im positiven Sinne natürlich. Sollen wir dann auf die momentan setzen? Ja, würde ich machen. Das ist wirklich eine sehr gute Chance. Extrem günstig bewertet und die Problematik bei Jinko Solar, die geringen Margen, das könnte sich jetzt ändern, denn die Modulpreise sind seit Jahresanfang doch recht deutlich gestiegen. Und bei gleichzeitig sinkenden Kosten. Und ja, das kann man sich ausrechnen, was das auch für die Marge bedeutet. Wir haben noch einen vierten Solarwert, der eventuell auch in Frage käme. Genau, viel Solar, weil das ist wirklich spannend. Das ist eine Aktie, die so ein extremes Potenzial hat, weil so SunPower ist auch ein Solarinstallateur, ähnlich wie Sunnova, die ja diese guten Zahlen gemeldet haben. Und auch hier könnten ähnlich gute Zahlen kommen. Ich glaube, die kommen auch übernächste Woche, wenn ich richtig informiert bin. Aber hier sieht man ja, da ist eigentlich noch gar nichts passiert. Und das wird sich, glaube ich, jetzt doch deutlich ändern. Also ad hoc aus dem Stand würde ich sagen, Verdopplungspotenzial sogar relativ kurzfristig auf Sicht von einigen Monaten. Spannende Aktie, ist auch in meinem Report schon länger mit dabei. Ja, hochinteressant. Dann wechseln wir jetzt mal, so ein bisschen zumindest, wir lassen Solar hinter uns kommen, auf das Thema Elektromobilität zu sprechen. Tesla, auch die haben ja dann gestern ordentlich zulegen können, also die Aktie. War wahrscheinlich das Gesamtmarktumfeld oder gab es spezielle Tesla? Nein, es gab eigentlich nichts Spezielles. Also tatsächlich 6% war für einen auch freundlichen Tag schon gut. Der Nasdaq hat 4% gemacht, also der Index insoweit, ja, es sind 6% eben ein bisschen mehr. Aber auch vollkommen zu Recht, denn ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, die Aktie hat auf die wirklich extrem guten Zahlen noch nicht ausreichend reagiert. Auch nicht auf die deutlich angehobenen Gewinnprognosen seit Jahresbeginn. Also seit Jahresbeginn ist die Aktie ja, immer noch über 20% im Minus, aber die Gewinnprognosen für die nächsten Jahre sind 20% gestiegen im gleichen Zeitraum. Und das ja, ist eine Unterbewertung, die es aufzuholen gilt und die man, glaube ich, auch aufholen wird. Ja, man sieht's. Hier sind wir schon drüber über diesen kleinen Widerstand. Und ja, schöne Bodenformation und jetzt ist der Weg frei. Ja, erstmal so Richtung 1000. Das könnte relativ zügig gehen. Behalten wir die und Marke auch hier, das Klimapaket spielt natürlich auch eine Rolle, weil natürlich auch Elektroautos gefördert werden wieder. Also die Förderung ist ja für viele
in den USA ausgelaufen. Ab 200.000 Autos gibt es keine Förderung mehr und Tesla hat diese 200.000 schon längst erreicht. Insoweit werden Tesla-Autos nicht mehr gefördert, aber die neue Förderung wird wahrscheinlich nicht mehr an dieser absoluten Stückzahl festgemacht sein, sondern eben an anderen Kriterien. Und da dürfte auch Tesla wieder dabei sein, wobei Tesla eigentlich keine Förderung braucht, man verkauft die Autos auch so. Dann schauen wir auf BYD, da wird es, das ist morgen spannend, aber morgen ist ein wichtiger Tag für das Unternehmen. Wir sehen es dann auch gleich im Foto, morgen ist Verkaufsstart des neuen Modells Ziel. Genau, das ist der Wettbewerber zum Model 3, also wirklich ein schickes Auto, auch von innen sehr gelungen. Es gibt da so ein nettes Video, wo das Auto mal vorgestellt wird. Ich kann kein Chinesisch, aber die Zahlen kann man lesen. Ja. 7.29, das ist nicht die Uhrzeit, sondern das ist der 29. Juli. Also morgen ist dann der offizielle Verkaufsstart. Es gab ja schon so einen Vorverkauf, da ist das Auto weggegangen wie geschnitten Brot. Und das wird, glaube ich, morgen nicht anders sein, weil die Fahrleistungen sind toll. Also die günstigste Version schafft 550 Kilometer und kostet umgerechnet nur 31.000 Euro. Mal zum Vergleich, das Model 3 in China, da muss man schon mindestens 40.000 auf den Tisch legen, um die Basisversion zu bekommen. Und das ist schon ein Anreiz, also fast 30% weniger. Und es ist kein schlechtes Auto. Klar, die Fahrleistungen sind nicht ganz so gut, aber auch das Top-Modell, kostet gut 40.000 Euro und das kommt dann 650 Kilometer weit und von 0 auf 100 in 3,8 Sekunden. Das ist wirklich sportlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die Aktie macht sich so langsam wieder auf den Weg nach oben. Das gab ja diese Buffett-Delle. Also dieses Gerücht hat ja doch längerfristige Auswirkungen, obwohl es sich nicht bestätigt hat und auch nicht bestätigen wird. Aber jetzt vor allem dieser Verkaufsstart des neuen Autos, da bin ich mal gespannt, wenn die ersten Verkaufszahlen auch gemeldet werden. Das wird richtig gut, wie wir die plant, relativ kurzfristig da 30.000 Autos im Monat zu verkaufen. Das wären im Jahr 360.000. Das wäre dann schon ordentlich. Also sehr viel Dynamik ist da zu erwarten. Würdest du auch wechseln von Tesla auf BYD privat, wenn die mal in Deutschland? Nein. So schön das Auto ist, gut, es geht auch ein bisschen darum, ich habe noch nicht mal überlegt, ob ich mir vielleicht nächstes Mal, ich habe jetzt das neue Model S schon bestellt von Tesla, aber ob ich mir ein anderes Auto kaufe. Der Polestar zum Beispiel gefällt mir sehr gut, aber ich habe mich dann daran erinnert, wie ist es mit dem Laden, weil ich lade ja auch mal unterwegs bei Tesla, bei den Superchargern, wo ich noch nie warten musste und sehe nebendran immer die freien Elektroladesäulen für alle anderen. Und da warten doch schon jetzt einige. Und das möchte ich dann doch nicht haben. Okay. Volkswagen, ja, da werden dann in Zukunft auch sehr viele Volkswagen wahrscheinlich geladen, ID.4 und Co. Da gab es auch Zahlen. Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Ja. Nicht? Im Halbjahr. Ja. Aber das ist ja, Volkswagen sagt selbst, wir hatten ein robustes erstes Halbjahr. Also wenn man bei Zahlen das Wort robust verwendet, dann ist es eigentlich nie so richtig gut gewesen. Das zweite Halbjahr war nämlich gar nicht so gut. Das zweite Halbjahr, das kommt noch. Im zweiten Quartal hat man den Umsatz um 3% nur gesteigert und der operative Gewinn ist um 28% gefallen im Vergleich zum Vorjahr. Gut, beide Zahlen lagen etwas über den Erwartungen. Insoweit ist auch dieses Kursplus durchaus zu verstehen. Nur die Frage ist, ob das langfristig reicht und ob das wieder das zweite Halbjahr wird. Alle Hersteller haben profitiert von dieser Sonderkonjunktur, die man hatte, durch die gestiegenen Preise. Man konnte die Preise fast nach Belieben anheben, musste keine Rabatte mehr geben. Aber die Umsätze, die Verkaufszahlen sind zurückgegangen. Und ob das so bleibt oder ob die Gewinnsituation so bleibt, das ist die große Frage. Da haben wir noch eine Grafik dazu. Genau, das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe es ein paar Mal schon gesagt, Volkswagen ist ja bei Elektroautos relativ vorn dabei, was die deutschen Hersteller angeht, aber man ist nicht schnell genug. Das kommt übrigens direkt aus dem Volkswagen, aus der Präsentation zu den Zahlen, dass der Anteil an Elektroautos bei Volkswagen am Gesamtverkauf. Und klar, schöne Steigerungsraten. Wir sind jetzt bei 6,0% Anteil. Das sieht gut aus gegenüber 5,2, wobei das Wachstum natürlich jetzt auch nicht so besonders groß ist. Aber 6% Anteil ist ein bisschen wenig. Wir haben in Deutschland bei den Neuzulassungen im Moment schon 15% Elektroautos und in China, dem wichtigsten Automarkt der Welt, sind wir bei 23%. Und Volkswagen kommt in China nicht auf 6% Anteil am Gesamtverkauf, sondern auf deutlich weniger. Und das ist genau das Problem, dass man da einfach zu weit hinterherfährt und man müsste das massiv beschleunigen. Dafür braucht es aber Software, die neue Software, die Volkswagen ja entwickelt, weswegen ja auch wahrscheinlich Herbert Diess zurücktreten müsste, weil man da nicht schnell genug vorankommt, sondern erst
ja, 25 oder 26 diese neue Software hat. Also das ist ein Problem und das wird sich dann irgendwann auch nochmal ja, widerspiegeln, glaube ich. Also jetzt dieser Einstieg, alles okay, Zahlen waren gut, aber nach vorne raus weiterhin, dass diese Transformation, auch Volkswagen ist da nicht schnell genug. Und es sieht, glaube ich, auch schwer aus, oder die Aktie wird schwer haben, sich maßgeblich zu erholen. Wir haben ja neue Tiefs gemacht, sogar unter das Märztief gefallen, sind immer noch drunter. Ja. Es waren ja ein paar andere Aktien in der Sendung dabei. Genau, Volkswagen muss man eher setzen können. Sind wir schon fertig? Das war schon der letzte Wert. Ach so, ach, das ist, kommt noch irgendwas Schönes hinten raus. Nee, heute enden wir mal damit. Gut, naja, auch schön. Das war was andersrum. Ja. Besten Dank für heute, Alfred. Gerne. Danke auch euch. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.